Hallo liebe Freunde, hier ist der Fox, das ist Unmechanical Extended Edition. Wir starten ohne Umschweife. Full Game Jar. Schon ein bisschen süß, die kleinen Propeller-Maxen. Hey! Das dürften wir dann wohl sein. Wir wurden hier gerade weggesaugt. Was passiert hier denn mit uns? Anscheinend schießen wir hier noch durch die Rohre. Bin jetzt schon ein großer Fan vom Soundtrack. Obwohl noch gar nicht viel zu hören war. Aber ich stehe auf diesen Steampunk-Beat. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein eigenes Genre gibt. Steambeat? Steampunk. Super. Da sind wir. Anscheinend jetzt unter Wasser. Geht, sag ich mal, recht simpel los, würde ich sagen. Wir fliegen irgendwo lang und da... sind wir plötzlich weg, hinfort. Aber der Style hatte mir sehr gut gefallen. Ah, schau mal einer an. Er sagt uns jetzt hier, wir können irgendwas machen. Hier kann ich auch schon fliegen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie hier was geht. Es gibt anscheinend auch keine großartige Erklärung. Und ich kann hier Sachen anscheinend mitnehmen. Und irgendwo hinbringen. Die Frage ist nur, was bringt's mir? Pep! Aua! Stoße mir noch einen kleinen Kopf. Kann ich das auch aufheben? Oder ist das zu schwer? Ich kann's bewegen, aber es ist ziemlich schwer. Aber hier ist alles blockiert, aber das können wir, denke ich mal, frei machen. Und... im ersten Augenblick erinnerte es mich sehr an die Ape-Serie von einer Aufmachung her. Auch eine geheime Facility, die erkundet werden will. Aber dann war es doch was ganz anderes. Und spätestens als ich den bombastischen Soundtrack im Trailer vernahm, hatte das Game mich dann komplett gefangen. Und was man zu dem Spiel sagen muss, es ist ein Side-Scroll-Adventure-Game. Kann man das so nennen? Bin ich mir noch nicht mal so sicher. Aber es hat einen ganz großen Vorteil. So zumindest im Trailer. Okay, das ist vielleicht nicht gut, wenn ich da jetzt durchfliege. Oder, Freunde, ich hole mal lieber einen Stein. Ich traue der Sache nicht. Fliege ist noch nicht ganz so ausgereift hier bei mir. Es hat einen großen Vorteil, das Game. Und zwar basiert dieses Spiel auf der sogenannten... ich weiß mal nicht, ob man es Open World nennen kann, aber es ist tatsächlich eine frei erkundbare Basis. Ach, guck mal an. Da kann der Stein nicht durch, aber ich kann durch. Ah ja, okay. Gut, Rätsel gelöst. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant, schon mal zu sehen, dass das Game wirklich nichts erklärt. Es lässt einen wirklich alles ausprobieren. Das gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Schwupp. Simplen Rätsel noch zu Anfang hier.
Und hinter uns fliegen auch noch jede Menge Roboter durch die Gegend. Ich mache hier mal den Deckel auf. Das sah nämlich für mich auch gerade so aus. Und ich mag diese Synthesized Background-Musik wirklich sehr, sehr gerne. Ich will mich da ewig dran... Huch! Dran ergötzen. Das ist mal ein großer Streich, wie ich finde, Musik auf das anzupassen, was man sieht und damit Stimmung zu erzeugen. Das ist gar nicht so einfach. Ich mache ja nebenbei auch tatsächlich ein bisschen Musik. Es fällt dann nicht immer so leicht, das Richtige dabei zu finden. Oh, seht mal, was war das jetzt? Da ist irgendwas passiert im Hintergrund, oder? Okay, da flog etwas hindurch. Was ist denn, wenn wir das blockieren? Oh ja, kleiner Stein. Was passiert denn dann, wenn ich das jetzt hier zustelle, das Loch? Oh, tap. Nein! Kleiner Stein, ich hab dich doch lieb. So, bleib. So, fertig. So, mal gucken, was jetzt passiert. Und siehe da. Ein roter Baller. Vielleicht ist er wirklich für irgendwas gut. Schauen wir mal. Ich habe es jetzt noch nicht. Dachte, vielleicht kriegt man ihn... Ah! Guckt mal. Da ist er tatsächlich für was gut. Da hat der Fox wieder vorausgedacht. Weg damit. Schön, dass das unten so ein bisschen wie ein Pendel funktioniert. Damit hat man wirklich so ein bisschen Schwung, um Sachen auch wegzuwerfen. Das heißt, man muss die nicht ablegen oder irgendwo droppen. Gibt es ja auch so Games, die dann sagen, oh, das musst du jetzt irgendwo hin droppen. Und hier ist das wirklich ganz simpel. Ich kann das jetzt auch hier oben fallen lassen. Blub. Oh, ja, wunderbar. Sieh mal an. Rätsel gelöst. Und, ja, zum Background sei noch gesagt, finde ich toll, dass wieder mal eine Facility im Hintergrund steht. Okay, was ist das jetzt hier? Ah ja, okay. Das gute alte Farben- und Soundspiel. Ich habe als Kind so ein Ding nie gehabt. Die gab es, glaube ich, von Mattel oder von MB-Spiel, glaube ich, war das. Mattel war ja eher so Barbie und anderer Schmonsens. Okay, Stufe 2. Und ich habe als Kind häufig die anderen Kids, wenn sie so ein Ding hatten und haben das mitgebracht, geschlagen. Konnte mir das eine ganze Zeit lang merken. Natürlich auch nicht ewig. Heute als Erwachsener vielleicht sogar noch schwieriger. Aber, ich weiß nicht, da hat mein Kopf schon eher was für. Dafür könnte er mich aber mit Zahlen jagen. Also da bin ich raus. Und zwar so richtig. Matheaufgaben und so ein Kram. Wirklich, da ist... Ich bin anscheinend mehr der optische Typ. Das Ding wird vielleicht nochmal kommen später und dann vielleicht sogar schwieriger sein. Spielt das jetzt gerade Musik, das Ding? Jetzt ist es natürlich aus. Also ich guck gerade mal... Ah, ich kann sogar mit dem anderen Stick fliegen. Bin ich dann schneller, wenn ich beide benutze? Nein, bin ich nicht. Okay, hier unten ist irgendwas los. Hi! Ah, macht mir ein bisschen Angst, das Ding hier. Merkwürdiges Teil. Kann ich das mitnehmen? Ja, es ist eine Art Lichtorb, ein Energiegerät, könnte man fast sagen. Mal schauen, guck mal, dann konnte ich was aufmachen. Und das meine ich, jetzt sind hier schon mehrere Sachen irgendwie aktiv. Lass das hier mal kurz schweben. Einmal den Deckel auf. Wir haben jetzt hier tatsächlich zwei Möglichkeiten, irgendwo
lang zu kommen. Oder auch nicht. Ich komme hier zum Beispiel nicht rein. Aber vielleicht kann ich hier den Orb drin platzieren. Schauen wir mal. Tatsache, da verschwindet er. Und dann war er fort. Oder kann ich jetzt hier durch? Hey, Jungs! Nein, ich kann nicht durch. Schade. Vielleicht hat das noch Bewandtnis. Oder ich treffe das Ding jetzt gleich hier unten irgendwo wieder. Aua. Mein kleiner Roboterkopf schlägt hier wild gegen die Decke. Hey, Kollege! Lass mir dir helfen! Er will nicht. Er will nicht, er will nicht. Dann lassen wir ihn. Ah, da ist der Licht. Der Lichtorb. Und hier ist jetzt ein kleines Spiel. Bei dem wir jetzt allererst mal schauen müssen, was macht denn welcher Knopf. Der hier zum Beispiel macht nicht viel. Da kann ich ja hier rauf, sehe ich gerade. Das ist das. Das ist das. Hoppala. Und das ist das. Das ist schön, aber es hat den hoch. Es hat den großen Nachteil. Ich müsste das Ding erstmal irgendwie anmachen. Und daran scheint es jetzt erstmal zu scheitern. Moment, wir machen jetzt erstmal. Es hält nicht mal. Das ist jetzt ein bisschen das Doofe. Und es wird mir auch im Hintergrund irgendwas angezeigt hier, energiemäßig. Nur, bleiben dir. Kollege, ich hab dich gesehen. Mach kein Ulk. Ich kann ja auch keine. Ach doch, hier, seht mal, hier sind die Dinger. Hier liegen sie. Ups. Anfangs gar nicht gesehen. Die könnte ich natürlich jetzt hier eventuell drauf platzieren. Vielleicht kommt der Wind erst dann, wenn alle offen sind. Oh, was ist das denn? Riesige Platte. Ob ich die vielleicht auch gebrauchen kann? Ah, oh ja. Die kann ich sogar gebrauchen. Da schießt mir doch glatt diese lustige Idee durch den Kopf. Die wird auf jeden Fall richtig sein. Hoffe ich zumindest. Huch. Wollen wir mal klopfen, ob wer da ist. Hallo. Er ist nicht da. Er möchte nicht. Bitte. Dann eben nicht. Aber das Ding jetzt noch hier drauf. Für alle, die es jetzt noch nicht geschnallt haben und sich fragen, was hat der Fox vor? Naja, pass mal auf. Nehmt das Ding jetzt nämlich auch mit. Mach jetzt hier einen auf. Oh. Ich wusste, dass das passiert. Bauarbeiter. Hopp, 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 hopp. Mit meinem kleinen Propellerchen. Werde das jetzt, wenn ich jetzt ganz vorsichtig hier nämlich lang fliege. Wenn ich das genau so benutzen, um alles gleichzeitig zu drücken. Und habe nur ein Problem. Naja, ich sehe das Problem und zwar. Ist das Ding schwer, ey. Freunde, das glaubt ihr gar nicht. Das Ding ist richtig schwer. Ich muss das leider komplett einmal runternehmen. Es macht nämlich genau das, was es nicht soll. Und zwar muss hier einer rein und hier keiner. Aus! Dann, Freunde. Sag ich euch, das geht. So, jetzt drücke ich. Moment. Welcher ist denn hier für was zuständig? Der ist für das zuständig. Ach, der ist das. Mein Gott. Was der Roboter nicht im Kopf hat, das hat er in der Bene. Ich meine, in dem Fall stimmt das ja noch nicht mal. So. Und hopp. Schwupp. Kieke da. Und
Wunderbar. So, jetzt nehme ich mir das Ding, denke ich mal. Und bringe es weiter durch die Facility. Schauen wir mal hier. Was haben wir denn da? Lass das mal eben schweben. Ich ziehe erstmal hier. Interessant. Ah, anscheinend müssen wir diese beiden Punkte dort oben verbinden. Dazu ist natürlich wichtig, was machen die einzelnen Dinger. Und das ist dann auch relativ schnell erklärt. Das Teil bewegt sich immer hiermit. Das bewegt nur einen so. Das bewegt beide so. Das Ding müsste quasi als letztes fungieren. Das müsste jetzt richtig sogar sein. Nein, jetzt ist es wieder so, wie wir es vorher hatten. Und das ist nicht richtig. Also jetzt fächert das auf. Jetzt könnte ich das, glaube ich, sogar nochmal machen. Ja, seht ihr mal. So einfach wäre es gewesen. Schon öffnet sich hier das große Tor der... Oh, das sieht sogar richtig gut aus. Obwohl man da nicht ganz weiß, was da in der Mitte drin ist. Aber ob man das auch wissen will, ich weiß nicht. Schwupp! Weggesaugt. Und wir werden auch weggesaugt. Schwupps. Erstes Level geschafft. We need to go deeper. Okay. Bitte, gerne. Da sind wir auch schon. Hier können wir sogar ziehen, glaube ich. Hat allerdings überhaupt keine Bewandtnis. Wir gehen mal. We're going deeper underground. Jetzt wird es echt dunkel hier. Und der Sound von dem Warp ist wirklich sehr laut. Aber der scheint eben halt auch stark zu sein. Okay. Wow, seht euch das mal an. Das ist ja ein riesiges Herz. Das ist ja irre. Das ist ja wirklich irre. Das scheint auch jetzt einen Ticken schneller zu schlagen. Und hier haben wir noch weitere Ansatzpunkte, an denen wir... Wow, was bist du denn? An denen wir noch Dinge einsetzen können. Das sind ja irre Viecher. Tun die mir was? Hier müssen wir irgendwie rein. Hier müssen wir rein. Wir könnten mal schauen, ob denn das Teil jetzt irgendwas geöffnet hat. Hier? Nee, oder? Nein. Es hat so gesehen noch gar nichts geöffnet, würde ich sagen. Da kommen wir auch nicht rein. Hier. Hier ist etwas offen. Das ist ja schon wieder irre. Also da hat mich das Spiel auf jeden Fall in den ersten Minuten jetzt schon gekitzelt. Und hier muss die Waage anscheinend immer gleich sein. Schauen wir mal. Ah ja, okay. Wir müssen die quasi alle auf dieselbe Gewichtsklasse bringen. Und auch das dürfte nicht allzu schwer sein. Denn die Gewichtsklassen sind gar nicht so unterschiedlich, wie es jetzt hier den Anschein hat. Und zwar, das hier ist die erste. Nein, die muss sogar noch leichter werden. Ich nehme das mal kurz raus. Damals wieder von wegen Mathe und Co. Da passen wir noch nicht ganz durch. Da muss hier noch ein bisschen was rein.